Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, mit dem Air-Mod. Und ihr seht, Tag 2. Wir sind auf dem Weg Richtung City. Droppst du dein Fleisch, ne? Ich hab einfach keinen Platz, ey. Ah, das Problem ist, Problem ist, er hat ja Schmacht. Ja, oh ja, was machst du jetzt noch? So. Warum soll man es dann nicht eben fix fertig machen, ne? Können wir jetzt halt hier noch so einen dicken wegknatzen? Das verstehe ich nicht. Guck mal, so ist die Birne genau im grünen Punkt. Nice. Ja, Wasser ist immer gut. Immer wieder was anschmeißen, wenn du einmal am Leben falsche Knopf kommst, ey. Ja, kriege ich jetzt nicht mit. Kann natürlich das Blei kann ich auch noch entsorgen, eigentlich. Das Lied. Ist jetzt auch nicht so. So, jetzt werden wir hier hochziehen und nochmal gucken, ob wir in der Ferne was sehen. Berge. Berge, Berge, Berge. Ja, ja, ja. 13 Uhr. Ja, ich muss jetzt erstmal Strecke machen. Das nützt nichts. Den Turm wäre natürlich auch nice. Gerade so zum Start ist das ganz geil. Ja, ich muss jetzt erstmal hier alles. Das sieht doch gut aus da vorne. Das sieht doch nach City aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Die Glasfabrik, ne? Oh, die war da auch nice vom Loot her, glaube ich, ne? Sieht sogar schon noch was Größerem aus. Gut, wir müssen erstmal rein. Das nützt nichts. Glasfabrik. Wir müssen erstmal rein und ein Gebäude finden, das wir uns erstmal ausleeren können. Dann kann ich hier die Glasfabrik müssen wir uns definitiv mal merken. Ich meine, das wäre die, wo die ganzen Kisten waren, oder? Ach, guck mal, da haben wir sogar ein bisschen Wasser. Was ist, gehört das dazu, das kleine Gebäude da? Zu der Glasfabrik? Anscheinend ja, ne? Was haben wir da? Ist das eine, soll das eine Höhle sein? Ich glaube, so sieht die Höhle aus vom Weiten. So, jede Menge Muddis. Schwein, wo?
Ich höre die Mutti hinter mir, so ist nicht. Oh, die Schweine halt für die Quest. Und auch fürs Leder jetzt. Schön alle auf einen Haufen hier. Zack. Gut, um das jetzt zu organisieren, mache ich mal eben schnell eine Kiste. Sonst wird das noch wieder hin und her gedruppe hier. So. Kümmern wir uns erstmal ums Schwein. Dann können wir uns um euch kümmern hier. Zack, zack, zack. Oh, da können wir gleich mal Torchis rausmachen. Brauche ich natürlich auch für den Bello, ne? Wäre natürlich erstmal wichtiger. Das Fleisch kriege ich doch wieder alles nicht mit. Immer Multifier muss ich mitnehmen, das nehme ich mit. Machen wir das mal so. Jetzt sind wir voll, ne? Gut, Abmarsch. Jetzt kriegen wir auch nichts mehr mit. Jetzt müssen wir jetzt erstmal in die City rein. Ja, ist doch gut. Selbst wenn wir uns erstmal eine Kiste irgendwo an der Straße stellen oder was. Natürlich schon ein Stück weit weg hier die Glasfabrik, aber ich meine, das wäre das mit den ganzen oh, das ist ja schon eine mächtige City. Hochhäuser, alles am Stich. Können wir uns glaube ich schon das ist nochmal eine Glasfabrik, wa? Also loot-technisch können wir uns hier glaube ich schon ewig aufhalten. Ich mir das mal so angucke gerade. Dann das Umspannwerk oder was das sein soll. Na gut, wir werden jetzt die Stadt eben kurz erkunden. Ja, ich weiß, ich bin voll. Was shooten? Shooting Range. Oh, da ist doch bestimmt was zu holen, waffentechnisch. Wasserwerk. Da hinten das Dingen. Da mal ein Wohnhaus. Hier haben wir wieder dieses Ufer. Ja, da waren wir ja letztes Mal drin, ne? Hier. Nee, stimmt gar nicht. Das war ja das Wasserwerk. Das ist auch wieder was anderes. Hier ist Umspanndingen. Oh. Das hörte sich doch nach einem Hund an. Oder ein Wolf. Ja. Ich weiß, dass du uns auf Keks gehst. Ach hier, unser... Guck mal. Unser alter Dinge, wo wir drin waren. Ach, wisst ihr ja gar nicht. Habe ich ja ohne euch, ohne Aufnahme gespielt. Mail. Ist eine Bank oder ein Diner? Diner, ne? So, da drüben ist Wohnviertel. Da sind alles normale Häuser. Mail. Ja, Mail ist zu groß, um da jetzt irgendwie... Ich habe den Fernsehturm nicht mehr ganz im Gedächtnis. Aber das wäre vielleicht, weil der ist definitiv aus Konkret oder war zumindest aus Konkret. Oh Mann, ich höre über Wölfe hier, das ist nicht gut. Da hinten ist einer. Das ist die Tanke, das ist gut zu looten. Ja, hier das Hochhaus auch. Da können wir uns eindecken mit Kleidung, ey. Kleidung und Pistolen.
Ja, alles gute Loot-Dinger hier, aber noch nichts, wo wir jetzt sagen könnten, können wir uns rein verdrücken. Wie gesagt, Fernsehturm wäre so. Dahin, ach, das gehört zu der Tanke, ne? Das kleine Ding. Ich gehe mal kurz da denn. Vielleicht schauen wir mal, da ist auf jeden Fall nochmal ein Reh. Kommt die Jail. Ja, ich komme gleich. Ja, wie gesagt, wir müssen Zombies töten, sonst kommen wir nicht an unser Level. Sind wir jetzt verarschen oder was? Seht ihr, was ich meine? Hier. Das will er mir erzählen. Habt ihr gesehen, wo ich hinschieße? Muss ich also hier über den Kopf zielen, damit du triffst, oder? Soll das einfach sein, dass wir mit außer Hucke schießen? So. Das ganze Problem an der Sache ist, na ja, komm, ich mach's erstmal weg. Dieses ganze Gedöns. Hier auch kein Auto, dann mal ein bisschen Müll. Ja, gib doch her. Hat sich doch auf jeden Fall gelohnt schon mal. Zack. Eine dicke auf der Treppe oder was? Naja, normal. Na ja, komm raus. Kommst du überhaupt durch hier? Ja, Molly. Mach mal schön die Tür auf, ist auch richtig. Was schmeißt er denn hier hin? Achso. Ich glaube, wir ziehen erstmal weiter. Ich glaube, zum Absichern ist das hier auch nicht so. Ich will lieber irgendwas Kleines, Zartes wünschen. So ist Salon. Kino hier. Oh, haben wir da einen Shotgun? Hä? Haben wir hier einen Shotgun-Messer, ja? Ist natürlich schon nice. Sehr schön. Was ist hier? Ruhig, ist doch gut, du bist da oben, Junge. Ich kann sich einordnen, was das hier sein soll. Jo, jo, jo. Das ist direkt die nächste CD. Naja, das müsste dann das zerstörte Gebiet, wie ihr seht. Juti. Tanke. Fluffy Button. Ja, es ist auf jeden Fall ein Schotti. Baspa. Könnten wir es uns zur Not gemütlich machen. Fluffys Button Store kenne ich auch noch gar nicht. Hochhäuser. Naja. Ist klar, ne? Ist klar. Juti, hier haben wir auf jeden Fall Wald. Da werden wir uns also wahrscheinlich einen Arsch abfrieren, wo wir hier schwitzen.
Da haben wir ein Apartment House, das ist auch jede Menge Zeug zu holen. Das vorne sieht aus wie ein Zirkus. Ja, reingehen jetzt hier, um irgendwie unser Zeug zu lagern, könnten wir natürlich überall. Könnten wir auch hier in so ein Apartment reingehen. Aber ihr seht ja, wie groß das Ding ist hier. Also, hier können wir uns schon ein bisschen aufhalten. Von daher wäre es... What? Ach, aber das Ding, na ja, gut. Lass dich mal drin, ey. Von daher wäre es halt nice, schon mal gleich richtig was zu haben, wo wir ein bisschen länger dann noch bleiben können. Hier sind Wohngebiete, wie ihr seht, da haben wir schon mal eine Brick stehen. Die könnten wir schon mal als Fight Area nehmen. Für die ersten ein, zwei Horden. Oh, das ist doch auch nice. Das ist auch guter Loot. Ansonsten haben wir hier aber jetzt auch nicht irgendwie was. Ach du Scheiße. Und dann noch ein dicker. Ach du Scheiße. Gut, das Gute ist, es ist ein dicker, der ist langsam. Problem ist, ihr seht's. Wir haben keine Ausdauer und ich habe kein Bier, ne? Ja, das ist natürlich pervers jetzt. Oh, oh, oh. Ich kann mich natürlich in ein Haus verpissen. Jetzt muss er stehen bleiben, bevor du schießt. Problem, ihr seht sie auch, aber ist gleich weg. Gut, wir haben ein bisschen Hunger, das ist unser Glück. Na, komm. Der war wichtig. Kill him. Oh Mann, ey. Zum Glück haben wir hier eben eine Fläche. Das Ding, was mich gerade ein bisschen nervös macht, ist, meistens bleibt es ja nicht bei dem ein. Boah, jetzt hast du schon. Der ist aber jetzt schon gut kassiert, oder nicht? Na gut, der hat natürlich auch mehr Leben wie die anderen. Oh, der war gut. Der hat auf jeden Fall eingeschlagen. Ja, ist die Brick. Ist er tot? Nee. Gibt's aber nicht. Ja, das Problem ist halt, die lassen auch nicht von dir ab, ne? Nicht so wie die Zombies, die dann irgendwann... Der verfolgt dich, bis halt einer überlebt, er oder du. Schön wäre, wenn mal ein Zombie kommen würde. Mein Gott, jetzt treffe ich ihn nicht, ey. Na, also. So. Ich hoffe, jetzt hast du noch was Schönes bei. Ach, du ahnst es nicht, ey. Juti. Da hätten wir wieder einen Trailer, aber möchte ich euch nicht wieder antun. Haben wir erst gehabt. Das Ding ist da natürlich auch nicht schlecht. Uhr. Ja, von der Uhrzeit her und von der Lage her wird es wohl die Brick werden. Die nehmen wir jetzt auch erstmal scheiß drauf, bevor wir jetzt hier. Da werden damit hier auch noch ein paar Sleeper drin rumkriechen. Das müssen wir dann erstmal jetzt geregelt kriegen, bis Feierabend ist.
Und wie gesagt, für die Horde werden wir da auf jeden Fall so eine Brick nehmen. Von daher. Ja. Das sieht aber nicht nach einem normalen Brick aus hier, oder? Schön angepinselt auf jeden Fall. Ja gut, solange hier gerade Ruhe ist, wahrscheinlich, die werden gleich wahrscheinlich spawnen einfach. Aber wenn ich hier gerade Ruhe habe, mache ich die Stufe natürlich weg. Einfach, dass ich nach oben hin flüchten kann. Scheint mir aber auch keine Vanilla Brick zu sein hier. Weil die so komisch angemalt ist. Mal ein bisschen leer machen. Ja, oh, das sieht gut aus. Büchertechnisch. Hallo. Ganz safe sogar. Ja, haben wir für die Nacht auch schon mal was zu tun. Müssen wir uns nicht wieder in die Erde ballern. Können wir lieber auf so ein Safe drauf kloppen. Wie ihr seht. Scheinen wir echt das Glück zu haben, dass das hier sleeperfrei ist. Da ist noch irgendwas Brick-mäßiges. Ja, wie gesagt, da hätten wir wieder so einen Trailer, aber den haben wir jetzt erst gehabt. Da gehe ich jetzt nicht wieder hin. Die. Wir machen es anders. Boah, wir haben eh kein Dingens mehr. So. Erstmal ein bisschen rein, mache ich nämlich direkt erstmal jetzt hier noch die Tür auf. Bevor uns dann da gleich noch irgendwie, oder was ist das hier? Könnte schneller gehen, ne? Und sollte ich besser die Seite nehmen. Ach komm, ich mach die Tür. Nicht, dass jeder noch irgendwie in Zieper hockt und die dann hier gleich in der Nacht loslegen. Nochmal ein Save. Wir haben zwei Saves hier. Ja, die werde ich jetzt auch am Anfang aufmachen dann. Auch ohne, dass wir irgendwie ein Loot-Level haben oder sowas. Ja, ich weiß, es bringt nichts, aber Gewohnheit. Ja, warum nicht? Wie gesagt, wenn wir 100 zusammen haben, irgendwo wird schon so ein Automat hier rumstehen. Gut, dann haben wir die unten durch. Ja, die Tür muss natürlich dann auch noch weg. Gut, dann wollen wir direkt erstmal absichern.
Also wenn hier eine Nacht eine Horde kommt oder was auch immer, man weiß ja nie. Ja, 100 mal gemacht, 100 mal gesehen. Eine Brick einnehmen, die Brick kurz unter der Etage weg, Treppen wegmachen und schon seid ihr erstmal safe. Klar müsst ihr dann noch oben oder keine Ahnung, ersten Stock, wo ihr wollt, euch einen Spider-Schutz drum ziehen und dann ihr schadet, dass hier nur 200er Blöcke sind. Jetzt hätte man sie gleich stehen lassen können. Was ist das denn hier? Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es nicht. Ernsthaft? Naja, das hat sich erledigt. Aber das Ding ist komplett aus Holz. Das ist keine Brick. Hier. Oh, hier ist gar nicht irgendwie... Das ist natürlich ärgerlich. Ja, wie gesagt, ist auch kein Vanilla-Ding. Sieht man ja. Also da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Gut, werden wir halt die Nacht hier verbringen. Ich werde die beiden Saves aufkloppen. Aber wenn jetzt hier seid, eine Horde, dann nehmen das Ding komplett auseinander innerhalb von 2 Sekunden. So schnell kannst du gar nicht gucken. Hier ist alles 200. Naja, gut. Wenn wir das Ding mal durchlooten hier. Dann gehe ich aber mal eben fix jetzt hoch. Natürlich ein bisschen schade. Oh, wir haben jetzt schon fast eine Schotti zusammen. Oder hatte ich die Teile jetzt weggeschmissen? Und dann lass uns doch mal eben hier gucken. Ja, ich meine, sonst müssen wir uns halt was Kleines selber bauen. Ist ja jetzt auch nicht das Problem. Ah, da oben sieht es auch gut aus. Ja, müssen wir uns mal bei Tageslicht mal ein bisschen genauer umschauen. Gut, ich mache uns mal eben ein bisschen Licht. So. Muss ich aufpassen, dass ich die Hütte nicht abfackel hier, wenn das alles nur aus. Klötzchenzeug ist. Gib uns so ein Schotti-Rezept jetzt bitte. Na, so eine Kacke kriegst du dann, AK. Komm schon, Baby! Komm schon! Schade. Wäre ja auch zu einfach, ne? Sehen wir mal mit hier. So. Ein bisschen was zu futtern ist gar nicht schlecht. Dose, Dose, Dose. Pinkilas. Gut, damit sind wir durch. Haben wir noch die beiden Saves. Die kloppe ich da jetzt in der Nacht dann auf. Werd's da dann mit euch zusammen. Da holen wir uns mal rein. Jetzt können wir uns auf jeden Fall einen Poncho machen, aber jetzt hier gerade ist es auch nicht wichtig. Ja, da werde ich die Waffenteile wahrscheinlich erstmal hier in der Hütte irgendwo lassen. Natürlich ein bisschen riskant, aber ich kann ja auf jeden Fall eine Kiste irgendwo an der Wand hängen erstmal. So.
hätten wir sie fast zusammen. Ich muss jetzt hier auch nicht zu viel reinlegen. Reicht, wenn ich dann nochmal einmal hier hinrenne. Hab ich jetzt echt unseren Cooking... Ne, der ist hier, ne? Ich dachte schon, wir hätten den jetzt irgendwo noch hier liegen lassen. Kannst du gleich squippen, die Scheiße. Ist auch gleich wegnageln. Das wollte ich gar nicht. Ja. Machen wir das noch rein hier. Gut. In diesem Sinne, Leute. Warte, ich guck mal noch mal eben. Wir haben schon Level 5. Da können wir doch schon mal wieder bam. Da hinten sogar noch 12. Was sagt denn unser... Quality Joe. Scavenging 20 brauchen wir da. Ich überlege... Obwohl, das müssen wir frühzeitig machen hier. So. Und zwar einfach, damit wir das hier freikriegen. Komm, Schotti, können wir schon mal lernen. Gut. Bedeutet natürlich auch, wir können mir mal eben ein paar neue Extra machen. Das Ganze geht dann auch etwas schneller, hoffe ich. Gut, soll es gewesen sein. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann am nächsten Morgen hier die beiden Saves aufmachen und reingucken. Bis dann. Ciao.